So, da sind wir wieder und jetzt gucken wir doch mal, was uns hinter dem Teleporter erwartet. Den Raum kenne ich. Das erste, was ich machen will, ist, ich stehe auf einer Druckplatte. Hier runter. Und mich erstmal hier umschauen. So. Heilkraut. Und ja. Oh, hier ist diesmal der rote Orb drin. Okay, was steht denn hier? Lass den, welcher in den gekreuzten Schatten steht, den ersten Stein werfen. Sein Ziel soll in Richtung der roten Sünde gehen. Also damit ist wohl der Orb gemeint. Seine Füße standfest, lässt er einen zweiten Stein fliegen. In Richtung des reinigenden Weißes, des hohen östlichen Schnees. Okay, ziemlich philosophisch, aber ja, das ist das besondere Fackelrätsel, für was ich die ganze Zeit hier drei Fackeln mit mir rumschleppe. Oh, das macht jetzt auf einmal Klick. Aha. Also muss man hier wohl die Fackeln überall reinstecken. Okay, hier ist noch eine Fackelhalterung. Und hier noch eine. Und hier ist Brot. Und das ist verrottet. Nein, verrottetes Essen esse ich bestimmt nicht. So, und jetzt sind hier die... Ist hier der Raum erleuchtet? Und jetzt muss ich gucken, wo der Schatten ist. Wahrscheinlich wie immer hier. Jetzt muss ich Steine werfen. Einmal in Richtung der Sünde. Oh, da leuchtet es rot. Und dann in Richtung des östlichen Schnees. Das ist in dieser Richtung. Das ging einfach. Also früher war das Rätsel schwieriger. Früher hieß es nämlich nur, stell dich in den Schatten. Dort, wo die Fackeln nicht hinleuchten, und dann nach Norden und nach Osten. Und hier heißt es jetzt, ist es jetzt ein bisschen philosophischer gehalten. Okay, dann gucken wir mal. Plus 35 Energie, plus 5 Willpower. Der bringt 5 Energie mehr. Der hier bringt aber den Lichtzauber dauerhaft. Deswegen trägt sie mal zwei Orbs mit sich rum, auch wenn das ziemlich lustig aussehen dürfte. Und mit dem hier kann sie jetzt besseren Fireburst sprechen. Ah, was Nützliches. So, aber bevor wir jetzt wieder hoch teleportieren, gucken wir uns mal kurz an, was es hier so gibt. Noch. Hier liegt eine Fackel. Also ja, das Rätsel, das verbesserte, war ziemlich interessant gemacht. Also erstmal dieser philosophische Text hier und dann das mit dem Leuchten und den klickmachenden Fackeln. Und ja, im alten Rätsel war es auch so, dass man sich hier auf die Stelle stellen muss, wo das Gitter war. Das war dann das Richtige, deswegen habe ich es gleich beim ersten Mal begriffen. So, jetzt sind wir wieder hier oben und legen hier einen Stein hin. Hier dürfte eigentlich nichts passieren, außer dass wir vergiftet werden, wenn wir da drauf treten. Da ist eine Druckplatte hinter dem Gitter, das kenne ich auch noch. Oh. Upp.
Ah ja, das hier deaktiviert die Fallgrube, genau. Das öffnet hier etwas. Ein Secret. Ah, sie hat ihren Zauber noch vorbereitet. Oh, hier ist noch was. Eine Druckplatte. Die ein Gitter aufmacht. Ich will da rein. Lässt du mich? Ja, danke. Die Fallgrube dürfte auch nach da unten führen. Ja, tut sie auch. Okay. Ups. Das war jetzt nicht so, wie ich es gewollt habe, aber gut. Und hier ist noch ein anderer Mensch. Und jetzt geht natürlich hier alles auf. Abgesehen von der Tür, die geht auch, wenn wir hier drauf stehen. Okay. Hier ist ein Empfänger. Eine Noria-Axt. Hier geht's zurück zu den Dinos, da geht's zu dem anderen Gang entlang. Ah. Wow. Okay, was auch immer das bedeuten soll. Das wollte ich nicht. Und das wollte ich eigentlich auch nicht. Aua. Okay, das ist ein komplizierter Bereich da oben. Hier rüberwerfen kann ich nichts, da fällt nämlich alles runter. Okay, neuer Stein. Also ich, die eine Druckplatte da. Na. Fiesling. Okay, das muss super getimed werden. Hat noch jemand eine Fackel? Nö. Schade, dann wirf die mal weg. Nimm den Giftdolch. Okay. Aua. Das war jetzt gemein. Warum ist da wieder aufgegangen? Also gut, hier ist... irgendwas sehr komisch. Nein, dich will ich oben lassen. Hier war irgendwo ein Knopf.
Nein. Ah ja. Jetzt habe ich das kapiert. Und das hat gebracht mir was? Ein Lightning Blade. Okay, jetzt erst einmal hier kurz schlafen. Das ist jetzt mal aber ein tricky kompliziertes Rätsel. Sie kann das Lightning Blade mal kurz nehmen. So, die Steine. Bitte zugehen. So. Das ist alles ziemlich merkwürdig. Jetzt hat die Dings drauf geschossen und es hat wo was geöffnet? Ja, langsam regt mich das auf. Das ist echt ein verwirrendes neues Rätsel. Und ja, das Rätsel ist neu. So, jetzt haben wir hier zugemacht und hier ist... Was zur Hölle? Super geschmeidiger Altar. Das klingt geil. Also ja, Moment, ich will erstmal wieder hier raus. Oder ja, hier in die Richtung, besser gesagt. So. Weil hier steht, platziere diesen Schlüssel auf dem Altar des Heiligtums. Dann gehe den Pfad, der vorbestimmt ist. Und die Gegenstände, also der Tribut deiner Opferung, wird dein Lohn sein. Okay, 3, 2, 1. 1, 2, 3, okay. Hier ist 2. Oben war 1, 3 und da war 1. Also ich muss oben, links, rechts. Oben, rechts, links, oben. Okay. Erstmal oben. So. Dann hier rein. Dann hier war genau die 1. Weil es hier jetzt immer drauf ankommt, wie die, wie viele Zeilen die Sätze haben. Also der hier hat zum Beispiel 3, also ist das hier die 3. Jetzt kommt wieder die 1. Das ist nämlich das alte Rätsel, so wie es früher mal war, also im Originalspiel. Nur ein bisschen abgeändert.
2. Und zu guter Letzt wieder die 3. Da müssten wir irgendwo an einem ganz tollen Ort rauskommen. Und das kommen wir auch. Dolch. Pendant. Fire Talk. Kriegen wir alle 3 Gegenstände wieder, die wir geopfert haben. Und sind irgendwo in einem kleinen Raum. Ja. Finde ich sehr nett. Okay. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier wieder weitermachen, speichere ich erstmal wieder. Bis gleich.